Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge God of War. Beim letzten Mal sind wir aus dem Riesen hier rausgekommen, sind in diese komische Tür gegangen und haben gegen eine Valkyrie gekämpft. Das war anstrengend, ultra krass schwer. Und jetzt müssen wir wieder zurück. Was jetzt? Vielleicht sollte ich Freya den Jungen mal ansehen. Nein, es geht mir schon besser. Ich war nur etwas außer Atem. Wohin gehen wir jetzt? Jetzt, wo wir den Meißel des Riesen haben, müssen wir die Weltenrune nach Jötunheim lernen. Damit wir sie in das besondere Tor auf dem Gipfel schnitzen können, um ins Land der Riesen reisen zu können. Kennst du sie nicht? Leider nicht. Aber die Schlange erwähnte, dass die Riesen das Geheimnis Tyr anvertraut haben. Ist Tyr nicht tot? Ja, aber seine verborgene Gruft ist nicht weit von hier. Die Türen liegen unter seinem Tempel, seit Generationen im See versunken, bis unsere liebe Schlange ihr Gewicht verlagert hat. Dort finden wir die legendäre schwarze Rune von Jötunheim. Wir könnten uns weiter umsehen. Wir haben jetzt den Meißel. Und die Gruft läuft nicht weg. Lass uns das Boot doch nutzen. Wir werden sehen, Junge. Und genau das würde ich jetzt nämlich auch machen. Jetzt haben wir eine neue Fähigkeit bekommen. Jetzt können wir in diese geheimnisvollen Türen reingehen. In ich manchen davon. Frage. Wenn Ymir der erste Riese war, wo kam er dann her? Am Anfang gab es Inungagap, die große Leere. Es gab noch keine Welten, nur die urzeitlichen Kräfte. Es gab Feuer und es gab Eis. Und in der Leere trafen sie aufeinander und hervorging. Wasser? Mehr als Wasser. Das mystische Lebensblut von etwas völlig Neuem. Aus diesem Wasser entstand Ymir und wurde zu einem Wesen reinster Schöpfung und reinstem Chaos. Mutter und Vater all dessen, was danach kam. Sogar der Asen? Ja, jeder Gott, jeder Mensch und jedes Tier entsprang Ymirs Leib. Doch es waren die Asen, die sich für so überlegen hielten, dass sie die Herrschaft über den Rest der Schöpfung beanspruchten. Odin lehnte sich gewaltsam gegen seinen Schöpfer auf und vergoss Ymirs Lebensblut mit seinem Speer. Ein notwendiges Übel, sagte er, um Ordnung in die Welten zu bringen. Aus Ymirs zerrissenem Leid schuf Odin Midgard, um eine Welt für sich allein zu haben. Er nannte sich Allvater, als sei er der Schöpfer und nicht der Vernichter des Schöpfers. Niederer, lüsterner Tyrann. Ymir? Ah, tut mir leid, Junge. Am besten machen wir an dieser Stelle Schluss. So, wir haben hier nämlich noch ein paar Aufträge. In diesem Knochen steckt Magie. Das muss Gulbeck sein. Können wir den mitnehmen? Vielleicht finden wir ja die anderen. Der Geist lügt dich an, Junge. Ist das so? Ich habe viele Geister gekannt. Sie alle sind Lügner. Der hier ist anders. Ich weiß es. Du weißt sehr wenig. So. Was ist das jetzt? Das haben wir. Aber hier ist anscheinend auch nochmal eine Kammer gewesen. Ist in diesen dummen Kammern wirklich nur Valkyren, die ich besiegen muss. Das wäre nämlich ziemlich gemein. Oder ist da noch was anderes? Dass ein Geist sein Wort hält, ist dumm, Junge. Aber wenn eine Chance besteht, willst du Mutter nicht wiedersehen? Natürlich will... Sie ist fort, Atreus. Das musst du akzeptieren. Tue ich. Aber sie wiederzusehen, nur noch einmal... Warum glaubst du ihm? Du weißt nicht, wer er ist oder mal war. Das alles verheißt Übles. Er will jemanden wiedersehen, den er geliebt hat. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich glaube nicht, dass das etwas Übles ist. Hoffnung vernebelt deine Instinkte, Junge. Du musst leider damit abschließen. Sie kommt nicht mehr wieder. Und selbst wenn du jetzt kurz mit ihr reden könntest, dann hast du nur immer wieder das Verlangen, nochmal mit ihr zu reden und noch... Du wirst nie genug mit ihr gesprochen haben.
Du wirst immer irgendwann Fragen haben, die du gerne stellen möchtest, und nicht die ganze Zeit immer daran zu klammern, ist nicht gut. Bitte behandelt den Wettstein mit der größten Vorsicht, wenn ihr ihn habt. Er ist eine unbezahlbare Reliquie. Ich glaube, hier war nochmal ein Tor. Ich bin mir aber nicht sicher. Nee, hier war es nicht. Konnte ich da gerade was machen? Wo war denn das? Hier geht's ja nur zu den Valkyren, oder? Ach Mensch, ich weiß es doch nicht mehr. Doch, hier ging's zu den Valkyren. War hier auch nochmal so ein... Ich weiß es nicht mehr. Ich sehe da was leuchten. Ansonsten, ich dachte, hier wäre was gewesen. Ach, shit. Menno. Verdammt, Dachs. Ja, dann kann ich das ja wegmachen. Das ist doch nur der Eingang zum Tamur. Da ist noch was. Sind das wirklich die... Oh, das nervt gerade übelst. Weil ich nicht genau weiß, wo die blöden, sag's mir, wo die dummen Türen sind. Ich habe so viele gesehen, aber mir fällt jetzt keine einzige ein. Außer die, wo es halt in der Hauptgeschichte weitergeht. War noch eine bei der Zauberin? Bitte behandelt den Wettstein mit Ach, sei doch still. Vorsicht, wenn ihr ihn habt. Er ist eine unbezahlbare Reliquie. War noch eins bei der Zauberin? Bei der Zauberin war auf jeden Fall noch eine Kiste, das weiß ich. Da brauche ich aber wieder irgend so ein anderes Zeug, eine andere Fähigkeit, was wir noch nicht haben. Dann mache ich jetzt erstmal die Nebenaufgabe hier mit dem blöden Knochen, damit der Junge zufrieden ist. Schiffrin müssen wir noch suchen. Drüben waren wir noch nicht. Komme ich hier eigentlich hoch? Nee, komme ich nicht. Und irgendwo war hier noch so ein blödes Dimensionstor. In irgendeinem Schrein. Hundertpro sitzt hier irgendwo ein Rabe von Odin. Wow! Wie eine komplette Stadt unter Wasser. Ja, Kleiner, eine vergessene Stadt. Wie hießen? Hab's vergessen. Aha. So, einmal das. Können wir jetzt hier hoch? Nein, können wir nicht. Warum nicht? Ich will aber... Irgendwo da oben war nämlich noch ein... wie gesagt, ein Portal. Ups, falsche Richtung. Da leuchtet was. Da ist nochmal so ein blöder Riss.
Das sind Runen, Leuchtesteine. Das müssen wir nur irgendwo anlegen können. Oh, das ist super. Das erhöht dauerhaft was von unseren Werten. Abklingzeit. Wir können hier anlegen. Dann machen wir das. Guck mal da. Ich wollte nur was probieren. Ich glaube, das kommt weg. Habe. Ey, schubst mich nicht, Kumpel. Was? Erstmal das hier looten. Den brauchen wir gerade nicht, aber es war egal. Ich hoffe, es kommt keiner mehr. Guck mal hier. Also es sind nicht nur Vampire, Gott sei Dank. Sonst wäre es ein bisschen blöd gewesen. Hier ist es wieder unglaublich hell. Überall. Wahnsinn. Eine Rune haben wir. Hier sind Eimer. Ich kann die jetzt mal alle aktivieren. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Keine Ahnung. Da ist auch noch ein Eimer. Aber ich sehe keine Rune mehr. Hier ist nichts. Du springst hier schon mal munter durch die Gegend. Das ist gut. Das holen wir uns später. Deswegen gehe ich jetzt nicht nochmal nach unten. Das Tor machen wir auf. Oder ich hätte es gerne aufgemacht. Geht nur von der anderen Seite.
hüpfen wir nach unten, machen den Riss und gehen vermutlich wieder dreimal drauf. Noch einer? Alter Fall. Okay. Das ist cool. Sowas kann es öfters geben. Abkürzung. Schalter. Den ich mitnehmen kann. Dann nehmen wir den mal mit. Ich habe keine Ahnung wohin, aber wir nehmen den mal mit. Ich habe einen Leuchtestein. Der mir gar nichts bringt. Jedenfalls hier nicht. Aber den eine Rune. Ja, passt. Und die Möwe hatte echt Glück. Beinahe drauf gegangen. Na, das war das Falsche. Ist egal. Weiter geht's. Wenn der da rumliegt, dann ist der bestimmt wichtig. Wenn ich mir hier überall Brücken bauen kann, dann muss ich den bestimmt über diese ganzen Brücken tragen. Bis ganz nach oben und da oben irgendwas aktivieren. Kann ich mir sehr gut vorstellen. So, noch eine Rune fehlt uns. Ich park den mal hier, weil wir müssen das Tor noch aufmachen. Und eigentlich müssen wir das Tor auch noch aufmachen. ETF, warte mal, wo muss ich denn jetzt lang? Wo muss ich jetzt hin? Da komme ich nicht hin. Da ist auch nochmal so ein Tau. Cool. Hier unten war ich ja und da ist denn nichts mehr. Hä? So, nochmal ganz in Ruhe hier bitte. Gucken, gucken. Stopp. Kette. Okay. Das haben wir aktiviert. Okay, ich dachte, ich muss da hoch. Das sah so. Stopp. Es sah so aus, als ob man da sich festhalten könnte, aber das waren nur Muscheln. Ganz komisch gerade. Keine Ahnung. Bisschen verpeilt. Ah ja. Ich wechsle! Ich hab's wieder! Ich muss sie auch zurückschmeißen, deswegen mache ich das gerade. Also nicht wundern, wenn ich
hier nicht so kämpfe, wenn es nur zwei sind und die sind relativ einfach. Einfacher als ich dachte. Versuche ich schon ein bisschen die ganzen XP-Dinger da zu machen. So, den können wir da unten reinmachen. Mir fehlt immer noch die dritte Rune. Einmal hier rein, einmal draufschießen. Dann kriegen wir wieder eine schöne Treppe, Leiter. Lichtbarriere, was auch immer. Letzte Rune, Kumpel. Fehlt uns noch. Augen offen halten. Ich hab's gleich. Ja? Bereit, Vater! War zu früh. So. Ich dachte, da wäre was, aber das war nur ein Algen. Mensch, das Dumme ist, es kann ja überall sein. Das haben wir schon alles aktiviert. Es geht nicht kaputt. Hallo, mein Schatzi. So, ich mach nur die Tür hier unten auf. Dann geht's natürlich weiter nach oben. So. Okay. Das gucken wir uns später an. Ich will jetzt erstmal nach oben. Keine Ahnung, was da jetzt nochmal war. Aber ins Wasser kann er ja eigentlich nicht. Na komm, runter. Dann los! Ich würde gerne da hoch. Dankeschön. Nee, falsch. Ich wollte es nur schmeißen. Alter, geht's noch? Atmen. Gehen wir erstmal hier rüber. Warum ist das hier so groß? Was soll denn ja? Alles. Es geht ja immer noch höher. Ich wollte doch nur hier eine kleine Nebenquest-Dingsbums machen. Jetzt, keine Ahnung, erkunde ich schon über eine halbe... Was, ein Eichhörnchen? Beschwert ein Spektraleichhörnchen, Ratatösk, das Verbrauchsgüter aufstöbert. Wie süß ist das denn? Oh mein Gott! Ratatösk! Warum hast du mich? Stets zu Diensten, du Sack! Voll geil! Och man, Arthur.
Da muss der blöde Stein hin. Dann gucken wir mal, wie wir den Stein hinkriegen. Hier haben wir was aufgemacht. Da gibt's noch. Ach so, wir müssen hier rum. Okay. Und dann nochmal das Elektro-Eichhörnchen. Aber das braucht. Hat halt leider Cooldown. Und ich glaube, das Eichhörnchen hat mit mir gesprochen. Gott, jetzt reden schon Eichhörnchen mit mir. Also, ich weiß auch nicht. Dass Kratos da nicht kirre wird. Muss ich mich wieder vom Eichhörnchen beleidigen lassen? Einmal hier rein. Und dann keine Ahnung, was passiert. Okay, was ist jetzt passiert? Okay. Ich denke, jetzt müssen wir aber kämpfen. Ich wechsle den Teil! Ich kann noch nicht! Ja, okay, wir sind auch zu stark. Ich komme nicht weg. Ein Heilungsstein. Na schön, Inge ist hinter uns. Hier! Ratatouille! Ja. Na gut, ich lasse es. Nein, keine Lust. Absolut keinen Bock. Machen wir irgendwann, wenn wir ein bisschen stärker sind. Aber habe jetzt keine Lust, eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde auf die einzukloppen. Nee. 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 Ich weigere mich. Macht euren Scheiß alleine. Ich bin echt nach der Willküre. Folge mir, Atreus. Muss ich sagen, ein bisschen groggy. Und sieht es gar nicht ein. Wir gucken jetzt noch nach unten, was da eigentlich ist, weil normalerweise, wie gesagt, kann der gar nicht ins Wasser. Und dann mache ich die Kiste auf und dann ist es hier vorbei. Ich glaube, der Part geht schon wieder 45 Minuten, wenn nicht gerade eine Stunde. Und das ist das. Ich will jetzt eigentlich gar nicht so lange machen. Diese Schatzkarte wäre unlöschbarer Brand, legendär unlöschbares Feuer aus den Tiefen Muspelheims, dient zur Verbesserung von Knäufe und Brandschadenseffekten, gefundenen Schatzkarten verstecken. Kannst mal sehen. Cool. Haben wir auch wieder was erledigt. Perfekt. Was kriegen wir hier raus? Einen Apfel. 3 von 3. Gesundheit ist voll. Voller geht's nicht mehr. Jetzt brauchen wir nur noch die Hörner und dann sind wir hier durch. Ja, und das war's auch erstmal. Über Kommentare und Bewertungen würde ich mich sehr freuen. Wenn es dir gefallen hat, lass doch ein Abo da. Ansonsten aktiviert die Glocke, um keinen Part mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.